Hier, Leben Wrestling. Raw-Rating sinkt leicht. Die dieswöchige Raw-Episode erzielte ein Rating von 1,82 Millionen Zuschauern. Damit ist das Rating im Vergleich zur Vorwoche leicht gesunken, obwohl der dieswöchigen Ausgabe der Fastlane Pay-Per-View am Sonntag vorangegangen war. Weitere Hall of Fame Inductees bekannt. Wie Fightful.com berichtet, ist Rob Van Dam der nächste Star, welcher in diesem Jahr in die Hall of Fame eingeführt wird. Der frühere World Champion trat zuletzt bei der Raw Reunion 2019 im WWE-TV auf. Zudem wurde bekannt, dass Kane und The Great Khali ebenfalls in diesem Jahr in die Hall of Fame aufgenommen werden. WWE Thunderdome zieht um. Der WWE Thunderdome wird nach WrestleMania 37 erneut die Location wechseln. Wie WWE auf Twitter bekannt gab, werden die WWE-Shows in Kürze im Jüngling Center in Tampa aufgezeichnet. Wie lang das Setup im Jüngling Center bleiben wird, steht noch nicht fest. NXT Tag Team Title vakant. Wie WWE auf Twitter bekannt gegeben hat, sind die NXT Tag Team Title fortan ohne Titelträger. Die Titelträger Oney Lorcan und Danny Burch müssen die Titel aufgrund einer Schulterverletzung von Danny Burch abgeben. Wie es mit den Titeln weitergeht, möchte William Regal in der heutigen NXT-Ausgabe bekannt geben. Update zu Keith Lee. Keith Lee ist nun bereits seit über einem Monat nicht mehr im WWE-TV aufgetreten. Wie RingsideNews.com berichtet, ist der Grund für seine Abwesenheit keinem bekannt. So soll Lee nicht mehr Backstage anwesend gewesen sein seit seinem letzten Auftritt. Lee selbst erklärte bereits vor einigen Wochen auf Twitter, dass er zu gegebener Zeit alles erklären werde. Wie es um Keith Lee steht, bleibt also abzuwarten.